Finde einen guten, angenehmen Sitz, einen Sitz, der die Wirbelsäule verlängert und der trotzdem einen gewissen Spielraum hier in den Hüften und in den Knien erlaubt. Und dann nimm dir für einen Moment die Ruhe. Wer weiß, was du alles gerade gemacht hast. Vielleicht hast du irgendwas, wo dein Blick hängen bleibt, vielleicht in der Natur durchs Fenster, dass du rausschauen kannst. Oder du findest einen leeren Punkt an einer Wand gegenüber. Und dann fang einfach mal an, bewusst zu atmen. Wenn du magst, schließ jetzt die Augen und versuch zu spüren, wie sich dein Körper im Moment anfühlt. Manchmal bemerkt man, dass man schief sitzt. Vielleicht ist die eine Schulter zu weit vorne, die andere zu weit hinten oder zu hoch. Vielleicht ist dein Kopf noch etwas vorne, dann hol ihn nach oben. Nimm dein Kinn leicht nach unten. Und vielleicht ist es dir möglich, durch die Nase ein- und auszuatmen. Und währenddessen die Wirbelsäule nochmal wirklich fühlen. Wie viel Länge kannst du in die Wirbelsäule bringen, ohne Verspannungen zu bekommen? Wie tief können die Schultern wirklich sinken, wenn du ausatmest? Und wie viel Entspannung kann dein Gesicht zeigen? Atme noch ein paar Züge durch die Nase ein und versuch zu spüren, welcher Bereich des Körpers vielleicht besonders wichtig oder besonders achtsam heute zu behandeln ist. Und dann hol beide Hände aneinander mit den Handflächen und leg deine Daumen ans Brustbein, hebe die Ellenbogen. Spüre noch einmal diese Länge. Und dann mit der Ausatmung verschränk die Finger ineinander. Einatmen, schieb dich nach vorne, Augen öffnen, nach unten schauen. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Hände an den Kopf. Einatmen, streck die Brustwirbelsäule hoch und mit deinem Ausatmen komm mit den Ellenbogen vor und roll dich so tief und so rund du kannst zusammen. Roll wieder hoch, atme ein, streck die Arme hoch, atme aus, öffne sie und lass sie langsam nach unten sinken. Mit dem Einatmen dreh dich nach rechts. Du kannst dich mit den Händen abstützen und mal ganz weit nach rechts hinten drehen. Schau, dass das Becken am Boden oder auf deinem Block oder Stuhl bleibt. Einatmen, komm in die Mitte und wechsel auf die andere Seite. Weiter atmen, den Blick nach links hinten, Wirbelsäule strecken und wieder ausatmen, zurück in die Mitte. Die rechte Hand geht auf die Seite, es kann die Fingerspitzen oder die Handfläche sein. Zieh dich in die Seite und jetzt geh mal mit weichen Bewegungen mit. Spür, dass du deine ganze linke Körperseite dehnst und dein linkes Becken fest auf der Unterlage behältst. Atme. Und dann versuch mal so eine ultimative Länge zu bekommen. Bis in deinen kleinen Finger hinein. Weiter atmen. Vielleicht mal ganz lang einatmen. Komm nach oben, atme aus und wechsel deine Seite. Fingerspitzen oder Handfläche zum Boden. Und auch hier erstmal ein weiches Wippen. Dein rechtes Becken bleibt wirklich im Kontakt mit dem Boden oder mit der Unterlage. Und dann wieder ein ultimatives Strecken. Einatmen, rechtes Becken nach unten, rechten Arm in die Länge. Langes und tiefes Einatmen. Streck dich weit raus bis zum kleinen Finger.
Und dann komm nach oben und entspanne ein paar Mal die Schultern. Und du kannst dich aus deinem Sitz lösen und in den Vierfüßler gehen. Wenn du einen Block oder irgendwas hast, lass ihn vorne. Hockerblock. Dann komm auf die Finger. Spreize sie, denk wieder dran. Mittelfinger nach vorne, Daumen nach innen. Bring die Knie unter die Hüften. Und atme ein, verlängere die Wirbelsäule. Atme aus, mach dich so rund wie möglich. Einatmen, streck dich. Ausatmen, mach dich so rund wie möglich, bleib hier. Bleib hier, zieh die Bauchdecke nach innen hoch. Und jetzt drück die Hände voller Kraft in deine Matte. Jeden einzelnen Finger, die Arme strecken, den Kopf nach unten, weiteratmen. Einatmen, die Wirbelsäule wieder in eine neutrale Länge bringen. Streck dein rechtes Bein zurück, heb die Ferse, bleib im Becken gerade und bring dann den linken Arm nach vorne und halte dich. Und versuch gleichmäßig Arme und das Bein zu heben. Der Blick geht ganz entspannt unten auf die Matte und dann hältst du und spannst dich auseinander. Die Finger, die Ferse und absetzen. Wieder einen Katzenbuckel, ganz viel Druck. Atmen. Einatmen, lenken. Nimm dein linkes Bein zurück, Ferse nach hinten. Den rechten Arm nach vorne, heb dich im Rücken hoch. Und beginn wieder. Ferse, Arm hoch. Neutraler Blick direkt nach unten auf die Matte. Atme, halte, verlängere dich ganz weit, Finger spreizen, Ferse zurück, Hände zum Boden. Wieder ein Katzenbuckel. Und jetzt komm mit den Händen näher heran zu den Knien. Du kannst auf die Finger gucken gehen und dich nochmal ganz rund machen. Weiter atmen und verlängern. Geh ein wenig zurück, öffne die Knie und nimm die Hände nach vorne. Versuch den Brustkorb und die Bauchdecke so tief wie möglich zu bringen. Gesäß nach hinten, soweit es die Knie vertragen. Und dann mal den Kopf hängen lassen oder die Stirn ablegen. Und jetzt noch mehr Länge bringen, vom kleinen Finger bis nach hinten zum Becken, rechts und links. Und anschließend einatmen, komm hoch. Nimm die Knie wieder etwas enger. Setz den Brustkorb zwischen deine Daumen ab. Streck die Füße und schau, dass die Zehen völlig lang sind. Versuch mal, die Knie so ein bisschen zu strecken. Und dann komm mit etwas weiteren Händen hoch und fang an, deinen Körper oben zu drehen. Dein Blick geht nach rechts, links. Eine Schulter geht hoch. Kopf bewegen. Gerne nochmal richtig tief und hochkommen. Schau einfach mal, welche Beweglichkeit ist da. Wo ist vielleicht eine Einschränkung? Dann geh vielleicht nochmal hier hoch. Und nimm die Hände enger und jetzt zieh dich in die Kobra. Schultern zurück, Ellenbogen ganz eng, atme weiter. Und spür nochmal, dass das rechte und das linke Bein ganz lang ist. Spür, dass die Knie gestreckt sind. Lass die Po-Muskulatur locker und dann zieh die Schultern zurück. Und jetzt nimm die Hände vom Boden weg und halte dich. Atme. Und wenn du merkst, es geht, dann komm noch ein Stückchen höher. Weiter atmen. Beide Schultern zurück, beide Ellenbogen ganz nah ran. Und dann Stirn ausatmen und tief gehen. Drück dich hoch und schieb dich zurück. Schaff nochmal Länge. Einatmen, roll wieder hoch, komm wieder mit dem Brustkorb zwischen die Daumen. Schieb dich nach vorne. Diesmal verlängere die Beine, heb sie in die Luft. Verschränk die Finger hinter dem Rücken ganz fest. Schau, dass die Handflächen zueinander schauen. Und dann bleib hier und atme. Und jetzt versuch, rechtes, linkes Bein zu strecken, dann die Arme und
und weiter zu atmen. Spür mal, dass du den Beckenboden so ein bisschen aktivierst und deine Bauchdecke. Uddiyana Bandha, Mula Bandha und Jalandhara Bandha, also das Kinn, ein bisschen ranholen und weiter atmen. Zieh dich in die Länge, atme weiter. Und dann komm langsam nach unten, Stirn zum Boden, ausatmen, Hände an die Schultern, schieb dich hoch und zurück. Verlängere den Rücken, aber stell die Zehen auf und bring deine Hände in eine schöne Breite, dass du das Gefühl hast, okay, Schulter breit und es ist Platz hier. Mit dem nächsten Einatmen komm in den ersten herabschauenden Hund und fang an, die Ferse Richtung Boden zu bringen. Da lass dir jetzt mal ein bisschen Zeit. Atme. Schau jeder einzelnen Ferse zu. Streck bewusst das eine Knie, dann das andere. Atme. Und schaff dir Kraft in den Fingern, in den Armen. Länge im Rücken. Und dann komm auf beide Zehenspitzen hoch. Zieh die Bauchdecke an und schieb dich nach hinten zurück. Bleib hier, atme, schaffe Länge, wo du das schaffen kannst. Vielleicht die Knie lang, aber es ist auch in Ordnung, wenn die Knie gebeugt sind. Atme. Und jetzt zieh die Bauchdecke ein, mach so eine Art Katzenbuckel. Komm nach vorne. Streck dich. Verlänger dich, schieb die Ferse zurück. Und dann kannst du gerne die Knie abheben oder den Brustkorb zwischen die Daumen senken, die Füße lang, einatmen, roll dich in eine Kobra, denk dann Knie strecken, Po locker, ausatmen tief, Zehen wieder aufstellen und schieb dich zurück, schaffe Länge. Ein kräftiges Durchatmen hilft hier, vielleicht auch mal richtig ausatmen über den Mund. Und dann kommen wir noch einmal in den herabschauenden Hund. Vielleicht ist er jetzt schon ein bisschen geschmeidiger. So ein bisschen easy going, ganz locker. Und dann nimm mal beide Fersen hoch und tief. Und jetzt achte auf deine Atmung. Langsame Atmung, bewusste Atmung. Gesichtszüge entspannen. Und dann hebst du die Fußspitzen ganz, ganz hoch, Fersen hoch, lange Beine. Und mit dem ersten Einatmen hebst du das rechte Bein nach hinten. Streckst es hoch, holst es aber wieder nach vorne und hol den rechten Fuß zu den Händen und den hinteren Fuß bitte flach ablegen. Schau bitte nach hinten, dass die Beine sich nicht überkreuzen, vielleicht sogar ein bisschen breiter sind. Und dann schieb dich nach vorne. Und nimm die Hände erstmal hinter den Rücken und zieh das Becken nach vorne. Schieb dein rechtes Knie über die Fußspitze vor. Und dann kannst du hier bleiben. Dein Knie ist über dem Fuß. Dein Becken schiebt nach vorne Richtung Zehenspitzen. Hinten der Fuß ist ganz stark. Versuch mal zu spüren. Dein linkes Bein ist richtig kraftvoll im Boden. Und dann zieh die Bauchdecke ein. Atme trotzdem. Und jetzt verschränkst du die Daumen und zieh die Arme nach oben. Virabhadrasana 1. Bleib hier und schau mal. Vielleicht kannst du dein Knie weiter nach vorne schieben. Weiter atmen. Streck dein hinteres Bein. Entspanne die Schultern. Dein Blick geht hoch zu den Fingerspitzen. Und du versuchst so entspannt und ruhig zu atmen, wie es möglich ist. Ansonsten geh höher. Und dann einatmen, nochmal die Arme nach oben hinten strecken, ausatmen, verschränk die Arme hinter dem Rücken und leg dich auf den Oberschenkel. Lass den Kopf entspannen, streck dein hinteres Bein und jetzt nimm die Arme nach oben. Und dann lass den Kopf noch tiefer und tiefer sinken und schau, ob du noch ein bisschen mehr Länge in deinem Körper bekommst. Die Schultern, das vordere Knie, beide Arme ganz lang. Und dann werde weich, entspanne die Arme, atme ein, komm hoch, eine Weite schaffen, ausatmen tief, zurück in den herabschauenden Hund, komm nach vorne, komm in die Tiefe, du kannst die Knie ablegen, Achtung,
Komm in eine hohe Kobra, Zehenspitzen entspannen und dann schieb dich zurück. Schaff Länge und schaff nochmal eine komplette Ein-Ausatmung und dann roll dich wieder hoch, schieb dich wieder in den herabschauenden Hund und jetzt lass mal die Fersen Richtung Matte sinken. Lass den Kopf hängen, streck die Arme und jetzt lass die Fersen schwerer werden und schwerer. Schließ mal die Augen und versuch mal langsam zu atmen. Versuch mal jeden einzelnen Zeh zu spüren. Die zehn Finger fest in den Boden weiteratmen. Und vielleicht merkst du, dass da immer noch ein bisschen was geht. Ziehen, schieben, atmen. Und mit der Einatmung komm hoch auf die Zehenspitzen, heb dein linkes Bein. Zieh dich weit nach oben. Bring das Bein nach vorne, helf ihm. Setz es ab. Bring das hintere Bein schräg auf die Matte. Gerne die Füße etwas breiter auseinander öffnen. Bring das Knie nach vorne. Verschränk die Finger und schieb dich erstmal nach vorne. Das linke Knie schaut in Richtung zweiter, dritter Zehe. Dann das hintere Bein lang machen. Und wenn du merkst, dass dein Becken nicht nach vorne gehen kann, dann verbreitere den Schritt. Probier es aus. Wie ist deine eigene Anatomie? Dann zieh die Bauchdecke nach innen, verschränk die Daumen und jetzt bring die Arme nach oben. Schieb dein Knie nach vorne, nimm den Blick nach oben. Atme ein, lass die Schultern tief gehen. Atme weiter, streck dein hinteres Bein. Schieb vielleicht nochmal das Knie nach vorne. Langes Ausatmen, nochmal die Schultern entspannen, die Gesichtszüge weich werden lassen. Hinteres Bein aktivieren, vielleicht noch tiefer. Einatmen, die Arme gehen zurück. Öffne. Leg dich auf den Oberschenkel ganz weit nach vorne. Schieb die Schultern zurück und dann bring die Arme nach oben. Schau nach hinten. Und jetzt versuch wieder Länge zu bekommen. Vielleicht merkst du, aha, das hintere Bein lässt sich strecken. Das vordere Knie kann noch ein bisschen weiter schieben. Die Arme werden lang. Der Kopf kann hängen. Und das Becken bleibt richtig schön in der Mitte. Und dann werde weich. Atme aus. Heb die Arme. Öffne. Atme aus. Bring die Hände zum Boden. Schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Roll dich nach vorne. Du kannst gerne auf die Knie gehen, in die hohe Kobra. Oder Ellenbogen beugen, Füße umlegen, Oberkörper aufrichten, nach oben schauender Hund, Schultern zurück. Oder die Knie ablegen und dann schieb dich hoch. Die Füße müssen hier wieder umrollen. Du kommst in den herabschauenden Hund. Und dehnst dich ein paar Mal aus. Und dann nimm mal die Füße ziemlich breit, so breit vielleicht wie deine Matte ist. Bleib hier und jetzt schieb mal dein Becken nach rechts, nach links. So, einfach mal hin und her schieben. Schultern, Nacken lockern, du kannst den Kopf mal bewegen. Die Beine strecken. Weiter atmen. Und dann roll hoch und marschier nach vorne mit den Füßen Schritt für Schritt zu den Händen. Einatmen, nimm die Hände an die Schienbeine, beug vielleicht erstmal die Knie und verlängere den Rücken. Ausatmen, lass dich einmal fallen und einfach den Kopf loslassen, die Schultern vielleicht bewegen. Und du darfst jederzeit auch hier die Knie beugen, wenn es für deinen Rücken angenehmer ist. Du kannst auch gerne hier einfach hängen, sogar auf dem Stuhl, wenn es lieber ist, einfach ausprobieren. Dann wieder Füße eng, Knie beugen und jetzt schieb die Knie nach vorne. Nimm die Hände an die Schienbeine und streck dich hoch. Atmen. Nimm die Hände auf die Oberschenkel und streck dich noch ein wenig hoch. Schieb wirklich die Knie nach vorne, dass die so an der Kante der Zehen sind. Verlängere den Rücken,
Und dann nimm die Arme einfach mal nach unten und kreise die Schultern. Und spür mal, wie sich dein Rücken streckt. Hinten ist Kraft, von vorne wird sie unterstützt. Die Schultern gehen tief. Einatmen, jetzt heb die Arme, aber lass die Schultern unten. Ausatmen, nimm sie tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Durch die Nase. Einatmen. Ausatmen. Einatmen, hochkommen. Und dann nimm die Hände hinten an den Kopf. Die Finger dürfen auch ein bisschen auseinander gehen. Oberkörper lang, Bauchdecke nach innen und ein wenig wippen. Du entscheidest, eher so ein bisschen easy hier oben oder ein bisschen schwieriger hier unten. Atmen. Und dann bleib hier und streck die Arme hoch. Streck dich in den Knien. Aktiviere die Beine, den Bauch, zieh die Schulterblätter runter, Rippen nach innen und dann dehne dich mal von rechts nach links. Einatmen, Arme weit nach oben, ausatmen, öffnen und genieße, nach unten abzurollen. Ganz locker. Einatmen, Hände an die Schienbeine. Ausatmen, Fingerspitzen zum Boden. Bring dein rechtes Bein zurück. Diesmal die Fersen auf eine Linie. Lass dir Zeit, eine Linie. Das linke Knie schiebt vor und du kommst hoch zu einer Mühlenbewegung und öffnest die Arme. Arme haben eine Länge. Die Schultern dürfen tief sein, die Finger strecken sich und das Knie geht nach vorne. Atme ein, einatmen hoch, ausatmen Handfläche von oben nach unten zum Herzen. Einatmen, zieh die Arme in die Länge, nimm den Blick zur linken Hand. Komm hoch, ausatmen Hände zum Herzen, vielleicht ein wenig tiefer kommen. Streck die Arme, schau nach links. Einatmen, komm hoch. Ausatmen, nimm die Hände zum Herzen. Geh nochmal tiefer. Streck die Arme, halte, bleibe hier. Einatmen, dreh die Handflächen hoch. Ausatmen, nach unten. Einatmen, hoch. Ausatmen, nach unten und schieb dein Knie weiter nach vorne. Einatmen, hoch. Ausatmen, nach unten. Und jetzt schließ die Augen. Und spür mal, wie dein Nacken immer noch lockerer werden darf. Spüre, wo du Kraft sammelst, vielleicht in deinen Beinen, vielleicht im Bauch. Und spüre, wie dein Nacken noch weicher wird, noch länger wird. Atme ein, öffne die Augen, heb den linken Arm hoch. Atme aus, komm nach unten. Fingerspitzen zum Boden. Wippe, lockere. Und dann so ein leichter Schritt nach vorne. Wunderbar. Einatmen, Hände an die Schienbeine. Ausatmen, locker lassen. Gönne dir drei langsame, besondere Atemzüge. Beug gerne die Knie oder lass sie gestreckt. Und mit deiner nächsten Einatmung nimm die Hände wieder an die Schienbeine, streck den Rücken. Fingerspitzen zum Boden. Bring das linke Bein zurück, ein großer Schritt. Die Fersen sind in einer Linie. Nimm dir dafür nochmal Zeit. Knie nach vorne. Und wie eine Mühle kommt erst der linke Arm hoch, der rechte Arm hoch und du öffnest. Knie in Richtung zweiter, dritter Zehe. So ein bisschen Bauchdecke aktivieren. Das Steißbein zieht nach unten. Und das hintere Bein ist kraftvoll. Einatmen, die Arme kommen hoch. Handflächen schließen zum Herzen. Streck die Arme, schau nach rechts. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Streck die Arme, schau nach rechts. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Streck die Arme. Halte. Spür nochmal die Tiefe.
Einatmen, Handflächen hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, tief. Schließ die Augen. Spür den Nacken, wie er sich noch ein wenig entspannt. Sammel die Kraft in deinem rechten Oberschenkel. Streck dein linkes Bein. Zieh gefühlt deine Bauchdecke nach innen. Hebe gefühlt den Beckenboden. Öffne die Augen, heb das rechten Arm. Atme aus, komm nach vorne. Bring dein hinteres Bein wieder gerade, wippe ein wenig und komm mit einem lockeren Schritt nach vorne. Atme ein, Rücken verlängern. Atme aus, gerne Knie beugen, Oberkörper drüber hängen und diesmal nimm die Hände hinter dem Rücken wieder fest zusammen. Handflächen zueinander und dann streck die Arme. Und hier kannst du ein bisschen nachwippen und streck die Arme. Die Knie beugen und die Schultern von den Ohren weg. Ein letztes Mal. Und dann beugt die Knie, löst die Hände, heb den Kopf und bring dich nach oben. Mach dich mal ganz, ganz lang. Zieh den Bauch nach innen, die Rippen nach innen. Den Blick ganz offen. Atmen. Öffne die Arme. Bleib ganz bewusst stehen. Vielleicht kannst du noch einmal beiden Schultern diese Tiefe geben und diese Weite im Nacken. Mit der nächsten Einatmung gerne hoch in eine leichte Rückbeuge. Aktiviere die Beine. Atme aus, komm nach unten. Atme ein, komm mit den Fingerspitzen an die Schienbeine. Und dann nimm dir entweder den Block, deine Höhe, die du möchtest, oder auch den Hocker oder Stuhl. Wichtig ist, dass der Rücken eher oben ist. Also nicht in die Dehnung gehen, sondern in die Kraft. Ich nehme jetzt mal für mich den Block hierher. Und dann leicht abstützen. Und heb dein rechtes Bein nach hinten. Schau, dass das Becken gerade ist. Und streck es nach hinten. Du kannst auf alle Fälle deine rechte Ferse zurückschieben und das Bein strecken. Bei dem unteren Knie musst du jetzt einfach mal deine Dehnung herholen. Bauchdecke aktiv, und dann bleibst du hier und drück dich hoch mit dem Rücken, atme. Und dann nimmst du deinen linken Arm und bringst ihn auf den Kopf, Ellenbogen nach außen und hältst hier. Der Blick geht neutral nach unten, die rechte Ferse schiebt nach hinten, der linke Ellenbogen geht zur Seite, du atmest. Und du versuchst den Block nicht zu erdrücken oder den Stuhl. Atme weiter. Halte noch ein bisschen. Spür deine Zehen unten. Spür die Kraft. Hol die Atmung. Und jetzt streck noch einmal den Rücken etwas mehr rauf. Und dann atme aus. Bring langsam alles wieder zurück. Beuge die Knie. Nimm die Hände auf die Oberschenkel. Und bleib erstmal hier. Und dann mach dich bewusst rund. Hände an die Schienbeine, streck dich. Nimm die Hände wieder auf den Punkt, den du vorne hattest. Atme. Schieb dein linkes Bein zurück. Aufpassen, nicht aufdrehen, sondern gerade bleiben. Ferse zurückschieben. Rücken verlängern. Je nachdem, wie du das untere Bein strecken kannst, probier es aus. Dann bring deinen rechten Arm auf den Kopf, heb den Ellenbogen und bleib hier. Spür, wie deine linke Ferse nach hinten schiebt, Becken gerade. Wie sich der Rücken verlängert. Wie der rechte Ellenbogen sich anhebt und du atmest.
Und du holst Streckung aus dem Rücken. Streckung ins hintere Bein. Entspanne deine Gesichtszüge, deine Kiefergelenke, atme. Noch einmal, hebe den Rücken, hebe ihn hoch, streck dich. Atme aus, bring die Hände nach unten, das Bein nach unten. Beuge beide Knie, bring die Hände auf den Oberschenkel und wieder ein wenig nachwippen. Und dann lass dich nach unten hängen. Mit der nächsten Einatmung hindern die Schienbeine, Adho Uttanasana, noch halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, Knie beugen, Utkatasana, der Blitz, komm nach oben und dann streck dich raus. Und dann einmal ganz lang räkeln, beide Schultern zurücknehmen. Gut. Dreh dich zu mir, öffne die Beine in eine Grätsche. Und jetzt kannst du schauen, dass deine Fußspitzen direkt nach vorne gehen. Probier aus die Breite. Und jetzt stell dir vor, dass beide Füße wirklich ganz stark vom Fußgewölbe her sind. Also lass dich nicht nach außen kippen, wie ich es gerade mache, sondern zieh dich hoch. Zieh dein Steißbein nach unten. Bauchdecke fest. Atme ein, nimm die Arme hoch. Verschränke die Daumen. Und die anderen Finger, lass die Zeigefinger gestreckt. Jetzt zieh dich nach oben. Atme aus, öffne die Arme. Und dann geh langsam nach unten. Hände zum Boden oder du hast wieder diesen Block oder deinen Hocker. Und stütz dich auf. Mit dem Einatmen versuch mal deinen Rücken in die Länge zu bringen. Mit dem Ausatmen lass dich sinken. Einatmen, Hände entweder auf den Block oder auf die Fingerspitzen strecken. Ausatmen, tief gehen. Wenn du willst, können die Arme nach hinten gehen. Einatmen, komm wieder mit dem Rücken hoch. Und dann bring die rechte Hand unter die Schulter, vielleicht auf einen Block oder auf den Boden. Und jetzt dreh dich nach links auf. Versuch mal, beide Beine zu strecken, den Rücken verlängern und die Arme weit auseinander zu ziehen. Weiter atmen. Und mit dem nächsten Ausatmen komm tief die linke Hand, entweder Fingerspitzen, Handfläche oder Block, und den rechten Arm nach oben nehmen. Einatmen. Bleib mit beiden Beinen gestreckt. Bleib aktiv mit deinen Fußgewölben. Streck dich raus. Länge, Weite und Atme. Und dann senk den Arm und entspanne noch einmal. Lass mal deine ganze Wirbelsäule nach unten sinken. Einatmen, komm noch einmal nach oben und versuch die rechte Hand etwas mehr nach links zu bringen. Vielleicht, wenn du magst, auch an den Fuß, muss aber nicht sein, kann auch hier sein. Und dann dreh dich hier noch einmal auf. Atme mit. Ausatmen, komm wieder tief und wechsel die Seite. Langsam die Hand zur Seite bringen, vielleicht hier bleiben, vielleicht auf den Block oder den Fuß greifen und drehen. Atmen. Einatmen und beim Ausatmen wieder in die Tiefe gehen. Und jetzt nochmal den Oberkörper ein wenig rechts und links hin und her nehmen. Bleib noch für 3 Atemzüge hängen und wenn du willst, kannst du auch deine Hände hinter dem Rücken verschränken und weit wegziehen. Schultern von den Ohren weg, Ellenbogen strecken, atmen. Oberkörper hängt etwas nach unten, die Arme ziehen nach oben und dann lass du die Hände wieder tief gehen, atme aus, hebe den Rücken und jetzt schau deine Füße an, lass sie ein wenig nach außen öffnen, also die Fußspitzen drehen nach außen.
Beuge die Knie, setz dich zurück, nimm die Hände auf die Oberschenkel, verlängere den Rücken. Mach dich mal so ganz weit. Ganz breite Knie, ganz breiter Brustkorb. Und dann senkst du dein Becken, ziehst das Steißbein nach innen und kommst hoch. Nimm die Arme, atme ein, bleib tief sitzen. Atme aus, bring beide Hände zum Herzen. Öffnen, einatmen, nach oben kommen, ausatmen, Hände zum Herzen. Tief gehen. Schau nochmal, ob deine Knie wirklich so breit geöffnet sind wie die Fußspitzen. Zieh die Hände nach unten. Und jetzt öffne die Arme und nimm wieder den Blick geradeaus. Einatmen, dreh die Handflächen hoch, ausatmen, Handflächen tief. Einatmen hoch, ausatmen tief, du kannst tiefer sitzen. Einatmen hoch, ausatmen, dreh die Hände tief, schließ die Augen. Schaff dir Entspannung im Nacken, sammle die Kraft in deinen Beinen. Sammle die Kraft vom Beckenboden her in der Bauchtiefe. Atme. Öffne die Augen, atme ein, streck die Beine, nimm die Arme hoch. Atme aus, öffne die Arme und dann geh in die Tiefe. Fingerspitzen wieder Richtung Boden oder Block. Beuge das rechte Knie, behalte die Ferse am Boden und schieb dich in die Tiefe. Streck die Innenseite vom linken Bein. Atme. Komm langsam wieder hoch. Und geh achtsam rüber, acht auf das Knie. Und bleib mit der linken Ferse am Boden. Nimm das Gesäß tiefer und streck die rechte Innenseite. Atme. Kannst du schauen, dass das Knie wirklich außen bleibt? Ich nehme manchmal gerne den Oberarm hier als Stütze. Komm wieder hoch. Komm noch einmal auf die rechte Seite. Du kannst alles wiederholen, wie es war. Oder du ziehst die Zehenspitze hoch und senkst dich nochmal ein bisschen tiefer. Das gleiche geht auch hier. Also finde einfach mal deine Höhe heraus. Weiter atmen. Die Länge spüren, dann in Ruhe mit den Händen abstützen, hoch, lass dir Zeit, komm auf die linke Seite, geh tief, zieh die Zehenspitze hoch, das könnte jetzt auch wieder der Block sein, der dich hier stützt und dann versuchst du mit dem Körper zu arbeiten, nicht gegen den Körper, sondern mit dem Körper zu arbeiten, atmen. Die rechte Innenseite verlängern, das linke Knie wieder außen halten, weiter atmen und dann langsam hochkommen. Die Hände in die Mitte bringen, die Fußspitzen nach vorne drehen und dann noch einmal den Rücken verlängern, ausatmen, in die Tiefe gehen. Nimm nochmal deine Version, die dir am besten gefällt. Vielleicht die Hände nach hinten, vielleicht die Hände außen an die Beine. Und nochmal so den ganzen Rücken verlängern. Einatmen, verlängere den Rücken in die Höhe. Und jetzt ausatmen, Knie beugen. Kraft in die Füße, Hände auf die Oberschenkel. Und dann verlängere den Rücken. Und kipp nach oben auf. Und ein wenig strecken. Einatmend, beide Arme hoch. Und jetzt zieh dich, vor allem hier in der Vorderseite, in den Leisten, in die Länge, ganz weit nach oben. Ausatmen, löse die Hände. Und komm wieder auf den Anfang deiner Matte. Lass die Füße diesmal hüftbreit. Atme ein, heb die Arme hoch. Atme aus, tauch langsam nach unten ab. Jederzeit Knie beugen, lass dich hängen.
Schüttel den Kopf. Einatmen, Ardha Uttanasana. Bring die Hände langsam zum Boden. Rechts, links. Nimm in Ruhe das rechte Bein zurück. Großer Schritt. Druck auf die Arme. Linkes Bein zurück. Bleib hier. Verlängere dich und schieb dich mal so ein bisschen vorrück. Wenn es zu viel ist, setz die Knie ab. Kannst du hier genauso schieben. Atmen. Kopf in die Verlängerung. Bauchdecke rein. Atmen. Und dann bleib in einem Punkt und zieh dich auseinander. Fersen zurück, Kopf nach vorne, Hände in den Boden, Bauchdecke nach innen, Schulterblätter auseinander. Ausatmen, Knie ablegen. Zurück in Balasana. Und diesmal nimm den rechten Arm nach hinten, die linke Hand nach vorne und bleib für einen Moment hier liegen. Atme. Lass richtig die rechte Schulter locker. Einatmen, bring den Arm nach vorne. Rechts ist vorne. Links geht nach hinten. Und du nimmst die Hand unter die Stirn. Die linke Schulter, lass sie hängen. Atme. Nimm deinen linken Arm nach vorne, streck beide Arme nochmal und verlängere dich. Roll hoch und dann setz dich um, mach das für dich. Und zwar die Beine nach vorne. Streck sie. Wir gehen hier nochmal kurz in Dandasana. Dazu ein bisschen die Po-Muskeln zur Seite schieben. Und jetzt spür deinen Rücken. Ist er eher vorne? Ist er eher hinten? Zieh ihn hoch. Wenn es geht, streck die Knie. Wenn es sehr, sehr schwierig ist, lass sie ein bisschen gebeugt. Aber mach dich lang. Nimm die Schultern nach unten. Verlängere den Kopf. Und einatmen. Bring die Arme über die Seite hoch. Daumen und andere Finger verschränken sich, die Zeigefinger ziehen nach oben. Und jetzt achte mal drauf, ich lasse jetzt erstmal meinen Rücken falsch. Und jetzt zieh den Bauch nach innen, nimm die Rippen nach unten und verlängere dich ganz weit. Und dann spreiz die Zehen und atme. Streck die Ellenbogen, lass die Schultern nach unten gehen. Verlängere dich so weit du kannst in den Armen, im Rücken. Und vielleicht sogar in den Beinen. Zieh dich hoch. Manchmal geht noch ein kleines Stückchen. Ausatmen tief. Schieb dein Gesäß etwas nach vorne. Und nimm deine Hände an die Oberschenkelrückseite. Lehne dich zurück und nimm die Füße nach vorne. Einatmen, Fußspitzen hoch. Tief. Weiter atmen. Schultern tief. Ellenbogen locker. Ich hoffe, du kannst irgendwas Schönes sehen. Ich sehe gerade einen Wald, Bäume, Blumen. Weiter atmen. Und wenn du magst, kannst du auch die Hände hier wieder verschränken. Die Finger. Weiter atmen. Die Schultern entspannen. Spür, wie du wirklich hier die Bauchdecke, vielleicht auch wahrscheinlich die Hüfte nochmal aktivierst. Du darfst natürlich ablegen die Füße, aber du musst es nicht. Du kannst weitermachen. Und halten. Hände an die Oberschenkel. Rücken nochmal verlängern. Füße abstellen. Zieh dich hoch, nimm die Hände und verlängere dich im Rücken. Heb deinen linken Arm auf die andere Seite und dreh dich. Schieb die Knie auseinander. Achte mal auf den Kopf und dreh dich nach rechts. Einatmen, wechseln. Der linke Arm stützt hinten, der rechte Arm geht nach links und du drehst dich nach links.
Die Wirbelsäule wird lang, der Kopf, der Nacken. Denk an deine Atmung. Ausatmen, komm wieder nach vorne. Greif noch einmal an die Oberschenkel. Lehn dich zurück. Du kannst gerne hier bleiben. Oder du hast Spaß, ein Bein zu strecken. Das andere Bein zu strecken. Atme. Und sollte es für dich so gar keine Anstrengung sein, dann natürlich beide Beine. Also such dir einfach aus, denk an deinen Rücken, du kannst ein Bein nehmen, du kannst auch die Beine einfach halten und deinen Rücken verlängern und du kannst nochmal beide Beine nehmen. Spür nochmal, wie dein Gesicht gerade ist. Halten, atmen und langsam aufsetzen. Hände zurück und jetzt einmal Brustkorb rausschieben. Ausatmen, schieb das Gesäß etwas mehr nach vorne. Roll langsam nach unten. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Nimm den Kopf nochmal ein bisschen länger. Und dann hol die Füße näher ran, lass sie etwas geöffnet. Aktiviere wieder hier die Spannung. Drück die Füße in den Boden, schieb dich hoch und dann nimm die Oberarme etwas enger unter dem Rücken, verschränk die Finger und jetzt heb das Brustbein Richtung Nase. Atme weiter, schau, dass die Knie genauso breit stehen wie deine Füße. Drück die Oberarme in den Boden und schieb das Brustbein in die Höhe, atme. Ganz lange Halswirbelsäule und weiterhin die Füße in die Matte drücken. Brustkorb rausschieben, vielleicht sogar nochmal die Oberarme enger zusammenbringen. Weiter atmen. Drei Atemzüge, vielleicht kannst du nochmal weiter atmen, noch mehr weiter herholen, den Nacken verlängern. Dann die Arme öffnen, den Rücken ablegen. Lass erstmal nur die Knie nach innen fallen. Und dann hol die Knie Richtung Bauch und schaukel ein wenig hin und her. Bring beide Knie auf die rechte Seite. Ziemlich nah zur rechten Hand. Lass die linke Schulter am Boden und wenn du willst, nimm das obere Bein über das andere. Du kannst es halten, atmen. Ganz langsam ein- und langsam ausatmen. Beim Einatmen hol jetzt erstmal dein linkes Bein hoch. Streck beide Beine nach oben. Beug die Knie, lass sie auf die linke Seite kippen, bleib mit der rechten Schulter am Boden und nimm das rechte Knie vielleicht sogar noch ein wenig über das andere Bein. Du kannst es halten und weiter atmen. Lang ein, noch länger ausatmen. Bei der Einatmung hebst du dein rechtes Bein, streckst die Beine nach oben, kreist die Fußgelenke. Nimm die Hände an die Beine, komm nochmal in eine Grätsche. Schaukel vielleicht, wenn du Platz hast, noch ein bisschen hin und her. Beine schließen, nochmal ranholen und dann lass die Füße auf den Boden. Streck dich aus in so eine Art X
Mit dem Einatmen ziehst du den rechten Arm und das linke Bein auseinander, also über Kreuz. Ausatmen, lockern, andere Seite. Streck dich richtig auseinander. Spür, wie auch die Hüfte, die Leiste, die Taille sich streckt. Und dann nochmal Länge und ausatmen. Schließ für den Abschluss die Augen. Und spür einfach mal deine Weite in den Beinen, in den Armen. Das Strecken und Öffnen vom Brustkorb. Das Lockerlassen der Beine, der Zehen, der Finger. Und genieß nochmal drei lange Atemzüge. Wenn du willst, kannst du über den Mund ausatmen. Streck dich nochmal und roll dich. Wenn es geht, über die rechte Seite hoch, stütz dich ab und komme in einen Sitz deiner Wahl, vielleicht nochmal so wie am Anfang, vielleicht auch anders. Leg die Hände einfach mal auf die Oberschenkel. Bring wieder Länge in die Wirbelsäule. Und dann leg die Hände auf die Bauchdecke und spür mal, wie du in deine Bauchdecke atmen kannst. Du darfst gerne die Augen schließen. Und vielleicht spürst du, wie dein Becken noch ein bisschen tiefer in die Unterlage geht. Dass du so ein richtig erdiges Sitzen hast, so ein ganz sattes Sitzen. Und dann spür nochmal die Schultern. Nimm die Hände an den Brustkorb und spür, wie du auch bis hier oben atmest. Lass deine Hände sinken. Atme ein, bring sie weich nach oben, Länge. Und mit dem Ausatmen, mit geöffnetem Mund, zieh die Hände nach unten. Versuch noch ein wenig länger zu werden. Atme ein. Hände von der Stirn. Einmal beide Arme hoch und dann lass beide Hände vor dem Brustbein, lass die Ellenbogen sinken und nimm wahr, wie sich dein Körper anfühlt. Nimm wahr, wie entspannt und vielleicht zufrieden du dich fühlst. Und vielleicht wird dein Tag heute auch alles easy, für die Nicht-Bayern ganz einfach.